Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, bei einer Folge vom Last Epoch Let's Play. Ich bin jetzt gerade, nach einem strengen Tag mit meiner Nervenkrankheit, sagen müssen. Ich muss leider morgen ins Krankenhaus. Ich werde natürlich nach dem Krankenhaus sofort wieder weitermachen, aber es wird wahrscheinlich ein paar Tage bis vielleicht eine Woche oder so Pause geben. Damit ihr das wisst, werde ich es auch noch in die Kommentare, also in die Videobeschreibung und wahrscheinlich in den Videotitel packen. Und ja, es ist jetzt gerade momentan einfach so, dass ich fast keine Kontrolle mehr über den Körper habe. Also ich fühle mich jetzt gerade sehr zappelig und genervt einfach, dass einfach überall die Signale ins Gehirn kommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut ich noch spielen kann jetzt diese Folge. Aber ich muss jetzt auch einfach mal Pause machen, mich regenerieren. Es ist eben eines der schwersten Krankheiten, die man haben kann. Und die sollte nicht noch mehr ausgrenzen, noch mehr schlimmer werden oder so. Weil sie einfach durch die verschiedenen Dinge, die man tut im Leben, verstärkt wird. Also ich muss einfach Pause machen. Wir sind einfach weniger Pause. Weniger machen. Ich habe wirklich mich sehr angestrengt für euch und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ja, man muss halt auch mal Ferien machen oder so. Ich halt im Krankenhaus und wahrscheinlich sehr langweilig. Es wird sehr, sehr langweilig sein, das weiß ich jetzt schon. Aber gut, dann bin ich natürlich wieder erfreut. Ihr habt wahrscheinlich dann auch wieder mehr Spaß ab meinen Videos und Livestreams und dadurch, ja, jetzt dann sicher für euch auch wieder besser werden, wenn die Pause vorüber ist. Gut, ich habe ja gestern im Livestream einen Bienenbeschwörer Druiden gemacht. Ich bin da ein bisschen am Struggeln gewesen. Soll ich jetzt Beastmaster nutzen? Soll ich Schamane nutzen wegen Wirbelwind und so? Und das Beste ist einfach, jo, man nimmt Druide und geht voll auf die Attribute, Stärke und Einstimmung, genau, Einstimmung, beide so hoch wie möglich, dann noch den Attack Speed von den Minions höher machen, die physische Durchdringung und so hat man ein Bild, der einfach auch ein bisschen chilliger ist, wird sein, als jetzt zum Beispiel die meisten anderen Builds, die halt recht viel klicken und so benutzen müssen. Ist er eigentlich die ganze Zeit mit den Geisterdornen von der Springform am Angreifen. Jetzt momentan passiert halt noch nicht so viel, klar. Wir müssen hier hin, wegen Wut, okay. Mehr Schaden der Ranken. Und hier müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wegen den Attributen ist nämlich voll da. Einstimmung und Stärke, das ist einer der stärksten Notes, finde ich, für diesen Bild. Genau, hier Attack Speed, also müssen wir noch einen Punkt hier oder hier investieren. Ja, ich denke, ich gehe auf Rüstung eher. Ich glaube aber Heal ist wichtiger, doch, dass wir ein bisschen healen können. Okay, die Spriggan Form, die wird speziell sein, die wird eher so auf Unterstützung gehen und weniger auf so andere Sachen. Der Maelstrom mache ich einfach weiterhin ab Blitzschaden. Und ja, ich habe so ein bisschen notiert, auch von Reddit habe ich noch ein paar Tipps bekommen und so, wie so ein Bienenmeister funktioniert. Ja, der wurde eigentlich schon ziemlich gut damals gemacht, aber einfach, es ist unupdated. Also es ist, ja, sicher ungefähr ein halbes Jahr alt und da hat sich schon mit zwei Patches viel gemacht und auch erfahren ist, oder? Dass die Leute erfahren wurden mit dem Patch im Ende Mai, glaube ich, gewesen. Also es kann schief gehen natürlich, aber ich habe gesehen, Bienen können ultra stark sein. Also ich probiere es einfach aus und werde wahrscheinlich nach der Folge auch noch ein bisschen weiterspielen und dann wieder ein Update zeigen. Und sobald ich eigentlich zurück bin, mache ich dann ein Bild. Ich habe schon einen ausgesucht. Komplett. Also, dass ihr da auch wieder die Kampagne komplett seht und so. Klar.
Es haben ja nicht alle das Spiel und können das selber schauen und auch vielleicht nicht immer so viel Lust, die Kampagne gut zu den. Aber ich wollte einfach nochmals die Kampagne gut machen, weil es geht ja noch 3 bis 4 Monate, bis das Spiel rauskommt. Und dann kann ich vielleicht nochmals die Kampagne machen, aber habe da wahrscheinlich nicht mehr so viel Lust, so wenig Content zu zeigen, also eher in einem Livestream dann zu machen. Und da haben wir einen Speedrun wahrscheinlich, damit wir den Content auch sehen, den neuen. Also der Falconier, auf Deutsch Falkener, der wird natürlich mich so ultra ver... wie sagt man dem? Einfach so richtig motivieren, oder? Es ist einfach immer so schon eine Lieblingsklasse von mir, ein Companion zu haben und der so richtig auszunutzen. Also wahrscheinlich werden viele Angriffe nur über den Falken gehen und das motiviert mich so mega, oder? Es bringt ein bisschen dieses Neue hinzu, dieses, ja, ich will ein Bild spielen, der wirklich innovativ ist und alles mögliche. Genau. So, jetzt schauen wir mal bei dem da. Die Ranken machen natürlich Schaden und Ranken. Ranken tue ich immer nur bei den Dicken einsetzen. Bei denen, die wirklich viel HP haben. So. Und er macht natürlich Minions auch ziemlich schnell down. Er macht so viel dort mit diesem Laser. Das ist eigentlich einer der schwersten kleinen Bosse am Anfang. Weil er einfach zu viel Schaden macht an Minions. Und ich auch gerne Minions-Beats mache. Jo, und das Problem ist ja, ich habe jetzt momentan nur Keepers Close. Ich werde gar nicht so oft angegriffen. Also kommen die Bienen auch gar nicht so oft. Jetzt glaube ich, im Kampf habe ich kurz gesehen Bienen. Bin gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, also die Chance, dass Bienen kommen, ist noch zu tief mit Keepers Close. Ich habe aber noch irgendwo die Minion, also die Bienen Glyphen. Die möchte ich eigentlich noch kurz anschauen können, aber ich gehe mal kurz ins College zuerst. So. Bluten tun wir auch scheinbar. Mit was? Ah, wahrscheinlich hier. Keine Ahnung, wo das. Ah, vom Gürtel, genau. Sehr gut. Bluten hinzufügen, nicht selber bluten. So, also die. Raben tun uns immer buffen, auch die anderen Minions, zum Beispiel die Ranken. Was haben wir noch so? Ja, halt einfach der Schaden kommt meistens von den Dornen, die sind echt stark. Gibt auch mehrere Builds von diesen Dornen, also diese Geisterdornen. Und das tut ja manche Sachen procken. Also zum Beispiel Dornenschild. Und ja, die Keeps Close sind ja von den Treffen. Und erlittenen Nahkampftreffen. Soll ich dann, wenn ich hier reinstehen, damit ich überhaupt Bienen habe? Das ist eine gute Idee, die habe ich eigentlich im Livestream auch ein bisschen gehabt. Aber scheinbar kurz vergessen. Genau, mal ein bisschen reinstehen und. Ja, eben sie blocken zu wenig. Also du bist Nahkämpfer, komm. Du bist Nahkämpfer. Nein, greif doch nicht immer in Entfernung. Vor allem wegen diesen Ringen. Die kämen ja immer diesen Decoy-Totem, wie der heißt. Der unlockt die Gegner. Sie schießen nur noch auf den Totem. Genau. Das ist ein anderer Totem. Es ist nicht derjenige, der die Schurken, glaube ich, einsetzt. Was ist das für ein Totem? Illusionären Baum. Es ist ein Baum, aber sieht aus wie ein Totem. Das ist doch kein Baum. Früher war es, glaube ich, ein kleiner Baum oder wenigstens ein Stamm. Aber die haben sie auch umgewandelt in diesen Totem, der ja dort eben bei der Schurken ist. Aber es ist ein anderer. Also ich finde ihn irgendwie anders. Vielleicht ist er einfach weniger zäh oder er ist langsamer, aber er ist irgendwie anders. Vielleicht auch vom Aussehen kurz ein bisschen anders oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich froh, dass ich auch wieder ein Schurkenbild gesehen habe. Ich glaube, das ist Blade Dancer. Und greift mit Synchronized Strike an.
Ich wollte ja noch kurz schauen wegen den Totems. Genau. Da habe ich noch ein neues Lager hier gekauft. Nein, nicht hier. Ich habe es ja nach vorne getan. 4 Bienen und 4 Bienen. Schade. Wir haben, also ich habe lange noch gefarmt gestern vor dem Livestream. Und es geht bis zu 8 Bienen alle 10 Minuten. Aber schade, haben wir noch nicht. So. Ja, wie der Bild natürlich weitergemacht wird, müssen wir halt einfach nach dem Krankenhaus aufenthalten. Boah, die Salatsoße war so voller Knoblauch. Muss ich mich kurz mal ein bisschen schützen. Aber wieso bin ich jetzt hier hin? Ah, wegen dem Goldenen. Muss ich gar nicht. Sorry, mein Fehler. Da muss ich hin. Also wir könnten schon weitermachen, aber jetzt ist es zu spät. So, wir müssen hier auch noch kurz ins College, um dieses Generalsabzeichen zu holen. Wahrscheinlich so ein, ja, wenn es das Rangabzeichen ins Militär ist. Und danach müssen wir zurück, da wo wir waren, weil wir da jetzt reinkommen. Danach. Es gibt scheinbar in diesem Gebiet eine Art Kathedrale. Das ist ja das College, aber irgendwo gibt es eine Kathedrale. Da gibt es übrigens einen Geheimgang drin mit ein paar normalen Kisten. Aber einfach, das ist für mich so cool, weil es ja in Akt 6 noch einen versteckten Kanalisations-, also Gitter, wo kaputt geht, ist und dort ein paar goldene Truhen sind. Ja, die sehen auch ja nicht gerade so mega im Loot. Aber immerhin, also so Versteck, oder? Dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch ein Versteck kennt. Ich habe gehört von 4 ungefähr oder 5. Aber ich kann echt nicht sagen, auswendig, wo die sind. Müssen wir alles auch mal anschauen, aber es lohnt sich einfach nicht. Nur zu wissen, dass es halt da ist und vielleicht auch mal vorbei könnte ohne Lohn. Genau, da ist der Kleriker, aber wir haben genug Weight Resistenz, hoffentlich. Ja, 55. Leere. Also sobald ich aus dem Krankenhaus bin, kann ich mir wahrscheinlich hoffentlich auch mehr Zeit nehmen. Bin ja heute, also gerade im Moment, sehr, sehr beschäftigt mit vielen Menschen, die auch außerhalb vom PC wohnen. Es ist schon, ja, sie mögen mich halt alle. Ich finde es toll, dass Menschen mich mögen, aber sie sollen nicht mehr die Zeit so mega rauben, sondern eher, ja, selber auch schauen, dass es uns gut geht oder um sich. Es ist schwer manchmal. Also, na, der Menschen, die schon ein bisschen betroffen sind von irgendwelchen Sachen. Denen es halt nicht so gut geht, wie wir uns Zocker. Ja, im Allgemeinen. Vielleicht geht es ja auch euch schlecht, oder? Man weiß es nicht, aber dann ist halt immer so diese Versuchung, dass es einem noch besser geht und so einfach zu hoch. Das kann ich halt mit meiner Erfahrung und so sehr gut managen und andere nicht. Deshalb kommen auch so viele zu mir. Kann halt wirklich den Leuten helfen. Nicht so wie Psychiater, Ärzten oder Finanzverwalter. Nee. Kann einem Menschen schon recht gut helfen. Und verlange ja von dem auch gar nichts, oder? Ich mache es kostenlos. Ich darf es ja auch nicht kostenpflichtig machen, scheinbar. Aber ist das nicht genau das, was halt einfach die Leute brauchen anstelle von irgendwelchen, ja, Ärzten? Keine Ahnung.
Manchmal ist auch dein Körper derjenige, der dich halt ein bisschen schlechter macht, krank macht oder so. Das ein bisschen zu entgleisen oder auch gut Ablenkung so zu haben, ist auch wichtig. Deshalb finde ich eigentlich Games wirklich eine super Medizin. Aber wie fest kann man da machen, oder? Wie viel helfen? Jetzt muss ich aber noch kurz nachschauen. So, jetzt habe ich es gefunden. Ja. Okay. Das sind wirklich 18? Wow. Aber natürlich Angriffstempo. Wir haben den Rahmen jetzt momentan. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen angegriffen werde, auch die Bienen. Die wollen einfach nicht. Die wollen nicht kommen. Wir machen ein Bienenbild und die kommen einfach nicht. Also wenn es gut geht, kann ich morgen vielleicht nochmals ein Video machen und dann seht ihr den Fortschritt von der Nacht. Aber da ich eben so wenig schlafen kann und so, ja, geht das halt auch so. Ich weiß nicht, wann ich aufstehe, aber wahrscheinlich auch wieder früher. Bin doch sowieso aufgeregt, Krankenhaus ist ja nicht gerade das, was man unaufgeregt machen kann. Das beschäftigt einen. So. Wenn sie besser helfen könnten, wäre es auch einfacher. Aber schlimm ist es nicht. Also, man wird ja geholfen. Man fühlt sich ja besser nach dem Krankenhaus. Dafür ist man dann wieder motivierter. Also nicht, dass ihr jetzt ins Krankenhaus müsst, wenn ihr irgendwas habt, aber. Also. Wenn sie überhaupt nicht ins Krankenhaus muss, aber ich habe irgendwie das Gefühl, oder manchmal müsst ihr halt euch auch wieder langweilen und einfach warten auf irgendwas und nicht immer alles runterschlitzen. Ich habe es immer wieder gern, wenn ich einfach mal einen Film bei Disney Plus schaue, nach so ungefähr, ja, 10 Tagen. Und da freue ich mich viel mehr auf einen Film und auch auf das, was ich dann noch mache, als wenn ich jetzt jeden Tag, weil ich Disney Plus abonniert habe, einen Film oder eine Serie schaue. Ich würde mich todelangweilen. Nach zwei, drei Filmen, nach zwei, drei Tagen ist bei mir dann einfach irgendwie die Langeweile da. Dann will ich den Film gar nicht mehr schauen, den ich dann nehme. Und sobald ich wieder Lust habe, schaue ich auch den Film auch dann direkt. Also, egal was es ist. Alte Filme wieder schauen. Neue Filme schauen. Genau. Und wenn ich mehr Spaß brauche, wenn ich auch ein bisschen selber mich beschäftigen muss, dann spiele ich natürlich auch unterschiedliche Spiele, die ich auch schon lange habe, zum Beispiel. Oder neue, wo ich einfach nicht spielen kann, weil ich es euch zeigen will. Aber, kaufe ich mir einfach andere neue Spiele und spiele die, die ich nicht zeigen will. Genau. Aber jetzt eben geht's nicht und ja. Muss ich halt auch noch ein bisschen Geduld haben. Es macht schon Schaden, aber es ist ein bisschen langsam. Ja. Wie so langsam wirklich die Bienen beschwören. Ja, es fehlt wirklich noch die Seite von den Slots. Es ist überall drei. Ausgerechnet 3, aber hier muss irgendwo 4 sein, dann kann ich die beschwören. Also da sind eigentlich immer die Bienen da. Wenn sie sterben, dann braucht es einfach 10 Sekunden, bis sie wieder kommen. Aber es werden nicht mehr. Es steht nämlich alle 10 Sekunden 4 Bienen, aber das heißt, sie bleiben auch nur 10 Sekunden. Also hast du eigentlich immer nur 4. Ah, dann haben wir beschworen. War ich jetzt gerade hier oder bin ich jetzt gerade? Also der ist ja hochgekommen. So, den imperialen Kommandanten. Hey, ist das jetzt gerade ein Bug? Ich glaube, ich habe einen Bug geprockt oder so. Ich muss wahrscheinlich das ganze Gebiet nochmals betreten, leider. Oh je, und das wäre in der Aufnahme. Ist irgendwie verbuggt. Vielleicht ist er hier runter hoch. Das ist gerade ein bisschen schlecht, weil ich muss ja weitermachen hier.
Genau, und dieser Maelstrom macht eigentlich auch sehr viel Schaden. Der macht dann physischen Schaden später, wenn wir das skillen. Damit er, glaube ich, mehr stunt oder gar nicht stunt. Ich weiß es nicht genau. Ich muss jetzt leider hier mal kurzes Gebiet neu procken. Sind wir ganz in der Nähe. Weil mit dem Teleport-Portal, da geht es einfach länger mit dem Laden. Und es muss ja zweimal laden. Okay. Muss auch zweimal laden, schade. Das in anderen Games, also Pass of Exile und so, kann man einfach neue Gebiete generieren, aber in diesem Spiel geht das immer noch nicht. Komisch. Muss ich ja nie machen, aber jetzt, wenn ich es machen muss, weil das, wenn die Quest verbuggt ist, ja. Hat das schon mal jemand gemeldet? Ich hoffe schon. Oder ist es bei mir erst das zweite, also zweimal jetzt passiert? So, ich renne ein bisschen durch, weil die Gegner werden ja sowieso nichts machen können. Ich bin zäh genug. Ja, was mache wir? Was mache wir? Was mache wir? Jetzt kommen dann alle hinterher. Also mit der KI, so wie die KI sich verhält, könnte es viel besser sein. Wenn einfach die KI nicht unendlich würde uns finden und hinterhergehen oder ja, da muss noch ein bisschen etwas gemacht werden. Boah, was war das jetzt für ein Auto, das durchgerast ist? Bei uns die schlimmste Straße mit den schnellsten Autos. Könnt ihr vorstellen, am Ende der Straße ist einfach die Autobahn. Die wollen hier durch und dann auf die Autobahn. Dann können sie dort noch mehr rasen. Geht das überhaupt, wenn die hier schon so Maximum? Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die haben schon Maximum Speed hier. Das sind halt gerade Straßen, ja. Aber heftig laute gerade gewesen. Die kleinen Bienen. Ich liebe Bienen. So. Der Damage mache ich ohne Sprickenform auch. Einfach mal ein bisschen reinrotzen mit dem Krähensturm. So, da. Jetzt mal schauen. Ah, ich wollte noch Nahkämpfe haben. Die sind einfach zu schnell da. Also, wie viel Spaß eigentlich Overpowered zu sein ist in Last of Us einfach gewaltig. Hat so richtig Lust, einfach dieses Hack'n'Slay-Leben auszuarten zu lassen. Das haben sie sehr gut gemacht. Auch wenn es halt manchmal doch zu schnell geht oder. Jo. Man einfach die Herausforderung immer sucht. Es macht ab und zu einfach Spaß, mal ein bisschen übermächtig zu sein. Mal ein bisschen schneller vorwärts zu kommen, damit wir es wieder härter haben und so. Ja. Also eigentlich macht das Spiel rundum Spaß. Außer, das hat ja auch jemand geschrieben, mein bester Kumpel vom Stream, dass wir. Ja. Aber nicht wollen einen aufräumen. Das geht einfach nicht. Das Aufräumen macht keinen Spaß. Man hat keine Zeit dafür und will ja sowieso wieder viel zu viele Items. Ist dann halt auch immer eingeschränkt, wie viel Lager man hat. Also bei mir geht da nichts. Nervenkranke die Schule. Sage ich jetzt einfach mal auch ein bisschen direkter. Also, ja. Geht auf die Nerven und das ist nicht gut. Mit so einer Kranke. Deine hat gefragt, wie viel Heiling Totems ich beschwören kann. Ich kann eigentlich nachschauen, wie die heißen. Deine heißt irgendwie Death Roof. Jetzt habe ich ganz.
Zweite Brasse. Da werde ich noch angegriffen. DEFCON 1984. Dankeschön fürs Kommentare schreiben. Und der Zorg hat gefragt, wie viele Totems. Genau. So, Maelstrom. Ich hätte noch gedacht, Eisdorn, aber ich habe keinen Platz mehr. Was kommt denn noch? Aetheras Blessing? Wie heißt das auf Deutsch? Aetheras Segen, genau, Segen. Und was kommt noch? Sprigenform kommt anstelle von denen. Und was kommt noch? Was kommt denn noch? Ah, doch die Dornen. Ah, Eisdornen. Also ich würde gerne die Eisdornen nehmen. Aber... Oh. Ich brauche einfach vor allem Resistenzen und so. Und ist doch besser, wenn ich das auch ein bisschen über den Dornenschädel, wie der heißt. Nein, nicht Dornenschild. Wurzelschild oder so heißt das. Können auch gleich noch machen. Immer schön informiert werden, auch wenn es ein bisschen nervt. Immer schön informieren. Er heißt Dornenbarriere. Und das ist ganz ein anderes Skill scheinbar. Also man kann Dornenschild und das Brigenform. Da mit her. Und dann auch Dornenbarriere nehmen. Doppeldornen. Ja, ja, der Groot. Also für mich wirklich die Lieblingsklasse und die Lieblingsverwandlung. Hätte niemals gedacht, dass ich so pflanzlich herumwüte. Aber ich habe jetzt mehrere Beats ja schon gemacht mit den Ranken. Ich habe ja mit den Dornen-Totems. Und was habe ich noch für ein B gemacht? Also mit den Spirit-Dorns. Geister-Dornen habe ich auch mal gespielt, aber nicht immer lange. Also mehrmals, aber nicht lange. Da sie einfach ja recht langsam sind, es macht nicht so viel Spaß, nur mit Dornen anzugreifen. Gibt es noch etwas, was ich vergessen habe? Mit Maelstrom, genau, den Maelstrom-Beat. Da habe ich einfach immer wieder das procken lassen mit Spirit, mit den anderen Toren. Und, ja, früher auch mal Fernkampftoren, die gibt es jetzt nur noch einzeln, also die kann man nur noch einzeln beschwören. Ist nicht mehr so toll. Macht einfach nicht mehr so viel Damage. Könnte man aber auch mal nochmals probieren als Guide-Ersteller. Also, wenn man nochmals drüber gehen, ob es jetzt doch noch genügend Schaden macht. Ich habe doch irgendwann mal einen Guide gesehen. Der funktioniert, weiß ich aber nicht. So. Also. Jetzt, wenn wir hier sind, dann haben wir eigentlich die Bienen. Dann mache ich jetzt selber den Part. Ja, ist 28 Minuten aber schon. So weit, dass ich die Bienen einfach mal zeigen kann, wie vier Bienen herumschwirren. Und die werden bis, glaube ich, 24 Bienen. Ich glaube, mehr kann man nicht beschwören. Aber könnt ihr mir gerne sagen, ob es mehr geht. Falls ihr es wisst. Und mit 24 Bienen und vielen Ranken und so, habt ihr dann auch nicht so Probleme mit vielen Gegnern, vielen Resistenzen. Habt ihr eben Schäde noch und... Müsst wahrscheinlich zwei Äxte tragen. Wir nie werden zu zählen, weil ihr immer in das Blicken gesteuert seid. Der Axtkämpfer, der keine Axt zieht. Ein böser Bild. Gemein wie Bienen. Richtig gemein. Sie holen einfach den Nektar und machen Honig draus. So gemein. Und in diesem Spiel werden sie zu Killerbestien, die mega Tanky wahrscheinlich werden und den Gegner in Sekunden, der Boss in Sekunden runterrasseln.
Also da bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich habe eben ein bisschen ausprobiert mit einer anderen Skillung von einem Blitzwolf. Beastmaster habe ich umgeskillt, ein bisschen angeschaut. Die Bienen. Das sind Bären oder Raptoren oder Wölfe. Aber keine Bienen. Das sind Monster, Tanks und. Ah. Ja, das hat mir ja im letztes auch so viel Geld gekostet, das Umskillen und so, das ist einfach ausprobieren kostet Geld. Also auf anderen begleiten, das heißt. Binsenbegleiter. Aber keine Vassallen. Nee, nicht das Portal. Das Portal kann ganz schön zu Hause bleiben in der Tasche. Greift auf anderen, können die. Die schleppen ein bisschen langsamer. Viele Gegner heißt viel zu tun. So. Ich könnte Swipe. Nein, Swipe geht ja nicht in das Blinkgestalt. Es gibt eigentlich nur noch Spirit Turns, was man einfach da noch extra dazu machen könnte. Ich, wenn ich einen Bait Planner habe, dann. Oder. Sonst nichts. Gar nichts. Also jetzt direkt beim Hochladen nach dem Einstellen alles oder rüber kopieren aufs neue Video. Also, sobald eigentlich das Video hochgeladen werden kann und dann veröffentlicht werden kann, will ich eben dann Bild weiterspielen, damit wir wirklich auch noch ein bisschen Gameplay haben. Und sobald ich natürlich wieder Zeit finde, also nach dem Krankenhausaufenthalt, mache ich den nächsten Part, wo wir dann wirklich ein bisschen rotzen können, hoffentlich. Oder vielleicht, wenn er halt nicht klappt, der Bild, dann halt einen anderen Bild machen. Der Boss ist wirklich leicht, aber eben, er dauert ein bisschen länger. Das müssen wir aber beachten noch. Die Bienen fehlen halt. So Nahkampfangriffe, ja, mach mal Nahkampfangriffe. Auf mich. Ja. Keine Bienen, immer noch keine Bienen. Also Keepers Close sind an, aber irgendwie habe ich keine Bienen. Ein Bienenbild ohne Bienen, weil er einfach noch nicht groß genug ist. So, also. Ja. Ich wusste, es ist noch nicht so weit. Wir sind oben dran. Ja. Aber wir haben auch noch diesen. Das Amulett. Das heißt, wir haben mehr Wut. Genau. Also kann ich doch nicht noch ein Gameplay zeigen von Bienen. Ich mache aber eben so schnell wie möglich noch ein Bild. Gut, ich gehe mal weiter. Während der Ladescreen verabschiede ich mich mal. Dankeschön fürs Zusehen. Mir wird es bald wieder besser gehen und wenn es mir noch besser geht, geht es natürlich auch für euch noch besser. Ich kann mehr motivieren, ich kann mehr Livestreamen oder Let's Playen. Und genau. Jo. Einfach bis dann halt ein bisschen Geduld haben. Wird schon wieder gut. Und vielleicht kann ich ja dann auch wirklich auch mal mit Fußball und so dann Geld verdienen. Dann habe ich mehr Geld fürs Let's Playen. Genau. Da wird schon gut gehen. Also, Dankeschön für die Zuneigung, einfach für die ja, Unterstützung und viel Spaß noch natürlich. Ja, und für die, die das Spiel noch nicht haben, kauft es euch, spielt euch selber auch ein bisschen. Ja, die Hilfe, oder? Könnt ihr selber auch lernen und alles Mögliche. Nutzt die Sachen, probiert aus. Und sonst könnt ihr mich immer fragen und ich beantworte. Gut, also dann, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.